Vielen Dank, Eisenhardt. Du wirst ja berufen in die Wahrheitskommission demnächst in der Bundesregierung. Ja, die 10 Gebote, 4. Gebot, du sollst nicht lügen. Ich gebe sofort über, damit wir rechtzeitig auch dann wegkommen. Wir müssen ja die Bahn erwischen, kurz nach 7. Ja, Winfried Wolf braucht man nicht lang vorstellen. Analytiker der Bahn, Kritiker der Bahn, aber er zeigt auch Alternativen auf. Winfried, du hast das Wort. Ich versuch zu euch zu reden und nicht zu den Autos und möchte kurz eingehen auf die Wahl heute von Richard Lutz. Richard Lutz, also Nummer 5 jetzt, ist die Nummer 5 an der Spitze der Deutschen Bahn nach Dürr, nach Ludewig, nach Medern und nach Grube. Und ich glaube, es gibt 3 Gründe, warum wir nicht glauben sollten, dass Richard Lutz eine andere Politik machen würde als die vorgenannten. Der erste Grund ist, dass Richard Lutz ein ausgesprochener Rationalisierer ist. Richard Lutz arbeitet seit dem Jahr 1994 für die Bahn als Finanzer. Richard Lutz war verantwortlich für ein Rationalisierungsprogramm im Oktober letzten Jahres, wo bei der Instandhaltung nochmal 15% der Personalausgaben gekürzt werden sollen. Genau ein Programm ähnlich wie das Medon gemacht hat, kurz vor dem Börsengang, was dann auch zu dem ICE-Achsenbruch am 8. Juni 2008 auf der Kölner Hohenzollernbrücke geführt hat. Richard Lutz war auch jemand, der für alle Rationalisierungsprogramme in der letzten Zeit eingetreten ist, darunter auch propagiert hat im letzten Jahr, dass die Trassenpreise weiter erhöht werden müssten, mit der Begründung, dass die Trassenpreise ja die Kapitalkosten für die gesamte Infrastruktur in Deutschland hereinspielen müssen. Deswegen wären sie noch zu niedrig, wobei wir sagen, Trassenkosten sind eigentlich Eisenbahnverkehrsverhinderungsmöglichkeiten, Verhinderungszölle. Zweiter Punkt. Richard Lutz ist ein Privatisierer. Richard Lutz war in der ganzen Zeit immer mitverantwortlich für alle Privatisierungsprogramme, die stattgefunden haben. Er war verantwortlich im Jahr 2005, 2007 dafür, dass damals Medon den integrierten Börsengang machen wollte, wo die gesamte Bahn mit der Infrastruktur an die Börse gehen sollte. Er war verantwortlich im Jahr 2008, als dann, nachdem der Parteitag der SPD im Oktober 2007 gekippt ist, im Jahr 2008 der Börsengang reduziert wurde auf den Börsengang von dem Betrieb der Bahn, nämlich als die DBML gegründet wurde, was dann im September 2008 auch gescheitert ist. Und Richard Lutz war verantwortlich im letzten und vorletzten Jahr, 2015, 2016, als damals beschlossen wurde, dass die beiden großen Bahntöchter, DB Schenker Logistics und DB Arriva, privatisiert werden sollten, dass Heuschrecken reingeholt werden sollten. Das spricht alles dafür, dass Lutz als Bahnchef diese Politik weitermachen wird. Dritter Aspekt. Richard Lutz ist, glaube ich, ein Sesselwärmer. Auch wenn er jetzt einen 5-Jahres-Vertrag bekommen haben sollte, spricht trotzdem viel dafür, dass er den Sessel warm halten soll für Pofalla. Ich erinnere daran, dass am 2. Februar, nach dem Gang vom Gleisacker von Herrn Grube, am 2. Februar damals Dobrindt sagte, wir suchen einen prominenten Nachfolger für Grube. Prominent heißt nicht Lutz. Prominent hätte vielleicht geheißen Pofalla, hätte vielleicht heißen können Russwurm von Siemens, hätte vielleicht heißen können Frau Nikutta von der BVG hier in Berlin. Aber dass man am Ende dann Lutz genommen hat, heißt, dass es eine Verlegenheitslösung und dass es eine Lösung ist, um den Platz warm zu halten, dass dann, wenn Frau Merkel weiterhin nach dem 24. September Bundeskanzlerin sein sollte, dass seine CDU ihren Mann Pofalla an die Spitze holen würde. Insofern glaube ich, dass Lutz eine Zwischenlösung, eine Verlegenheitslösung ist und dass im Grunde alles dafür spricht, dass wir weiter mit Leuten zu tun haben, die die Bahn eher kaputt machen, als nach vorne bringen. Ich möchte auch daran erinnern, dass nach der Gründung der Deutschen Bahn AG es geheißen hat, die Bahn darf nicht mehr Politikum sein, die Bahn darf nicht mehr Spielball der Politik sein. Und dass deswegen eine Aktiengesellschaft gegründet worden ist, wo es hieß, dann wird endlich die Schiene im Zentrum stehen, da wird endlich das Wirtschaftliche im Zentrum stehen, da wird endlich der Fahrgast und die Beschäftigten im Zentrum stehen. Wir haben das genaue Gegenteil erlebt. Wir haben erlebt, dass im Fall von zum Beispiel dem Bahnpreissystem PEP, was im Jahr 2002 eingeführt werden sollte, wo damals die Bahncard 50 abgeschafft wurde,
die damalige rot-grüne Koalition in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass dieses Bahntreffsystem kommen soll. Das ist zum Glück dann im Juni darauf 2003 gescheitert. Wir haben erlebt, dass eben als Medon die Beschäftigten der Bahn die Journalisten bespitzeln ließ, ist die Kanzlerin Bahr, die eingegriffen hat und Medon zum Glück ersetzt hat, aber einen neuen Deilermann, nämlich Grube, an die Macht gebracht hat bei der Bahn. Wir haben jetzt erlebt, dass als Grube am 30. Januar weggegangen ist, dann als erstes Dobrindt eingegriffen hat, eine Art Findungskommission der Großen Koalition eingesetzt wurde aus Gabriel, Dobrindt und Altmaier, dass diese Leute im Grunde entschieden haben, nicht nur, dass der neue Bahnchef gesucht wird von ihnen, nicht nur, dass Richard Lutz gefunden wurde, sondern bis rein, dass Lutz weiterhin Bahnchef und Finanzchef sein sollte, bis rein, dass die Kutter reinkommen sollte und dass am letzten Samstag die Aufsichtsräte ins Kanzleramt bestellt wurden und ihnen gesagt wurde, wie sie heute am 22. März bestimmen sollen. Das heißt, die Bahn ist mehr als je zuvor ein Politikum, die Bahn ist im Grunde eine Art Außenstelle des Kanzleramts geworden. Ich möchte daran erinnern auch, dass die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bahn AG bis im Jahr 2013 im Marriott Hotel hier um die Ecke stattgefunden hat. Wir waren damals als Bahn für alle immer daran gewesen und haben den alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG verteilt. Es hat der Bahn gestunken, deswegen ist im Jahr 2014 nach Frankfurt am Main ausgewichen in den Silberturm der DBML. Wir waren dann auch wieder da vor Ort, vor dem Silberturm, haben wieder den Geschäftsbericht alternativ Deutsche Bahn AG verteilt. Dann kam die Bahn zurück im Jahr 2015-16, hat ihre Konferenzen am Kongresszentrum Alex abgehalten, wo ihr auch da gewesen seid. Zweimal, wir waren wieder alle da, wieder mit alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG. Was passiert jetzt? Morgen wird die Bahn der Bilanzpressekonferenz hinter Zäunen abhalten im ICE-Ausbesserungswerk in Brummelsburg. Burg ist der richtige Begriff, abgeschützt vor der Öffentlichkeit. Das öffentliche Unternehmen Deutsche Bahn AG wird dort die Bilanzpressekonferenz halten. Wir werden trotzdem da sein und den 10. Bericht alternativ zur Deutschen Bahn AG verteilen. Unser Rat ist, die Deutsche Bahn AG sollte im Jahr 2018 nach Wandlitz gehen, da wo das Politbüro der SED getagt hat, geschützt. Wir werden auch dann da sein, wir werden dann auch da einen neuen Bericht verteilen und wir werden oben bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Winfried Wolf. Jetzt probieren wir etwas kurz technische Umstecken, ob noch mehr Power aus der Maschine kommt. Wir machen noch. Hier kommt alles noch. Jetzt haben wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Power. Er hat gerade umgesteckt. Jetzt möchte ich zuerst begrüßen, der Franz Alt wird jetzt noch ein paar Worte. Herzlich willkommen, Franz Alt, gerade angekommen in Berlin. Er wird jetzt keine große Rede halten, er wird jetzt nur hinführen. Zwei Stichworte, das ist ja seine Stichworte. Krieg um Öl haben wir geführt. Heute kommt das Öl auf die Straße zurück, in die großen Metropolen, auch nach Stuttgart am Neckartor. Das ist der Kreislauf. Deswegen brauchen wir keine Autostadt Stuttgart, sondern eine Bahn mit öffentlichen Verkehrssystemen. Darüber. Ja, jetzt ist gar nichts da, oder? Hast du mal Power? Jetzt ist gar nichts da, oder? Jetzt nochmal. Jetzt, ja. Also, ja, Franz Alt wird jetzt nur ein paar Worte sagen, weil er ja heute Abend das Eröffnungsreferat macht vor der Diskussion, aber er wird mit ein paar Sätzen hinführen, weil mehr Zeit hat er auch gar nicht. Wir müssen nämlich spätestens in 5 Minuten müssen wir dann auf die Bahn, da werden die Berliner uns kurz instruieren, dass ihr alle mit ihr geht. Also, Franz, du hast das Wort, ein bisschen hinzuführen auf die Abendveranstaltung. Okay. Also, da wird vor allen Dingen der Professor Heiner Monheim sprechen. Heiner Monheim ist einer wirklich der besten Bahnpolitiker und intelligentesten Bahnpolitiker, die wir in Deutschland haben. Wir haben vor 25 Jahren in der ARD zusammen die erste Sendung gemacht, die hieß Mobil ohne Auto, neue Wege ins 21. Jahrhundert. Die Kassette dieser Sendung mit Heiner Monheim wird heute noch in Universitäten und an Gymnasien vorgeführt. So zukunftsweisend war das und er wird heute Abend
das Hauptreferat halten. Ich will darauf hinweisen heute Abend, dass es keine Energiewende geben wird, wenn wir nicht mehr Gas geben bei der Verkehrswende. Energiewende besteht ja aus drei Teilen. Energiewende ist einerseits Stromwende, da haben wir ein bisschen was hingekriegt nach 2000 durch das Erneuerbare Energiegesetz, das ist richtig. Aber zur Energiewende gehört noch intensiver eine Wärmewende. Da haben wir fast überhaupt nichts hingekriegt und gar nichts hingekriegt haben wir bei der Verkehrswende. Das ist das Hauptproblem. Es gibt keine Energiewende ohne Verkehrswende. Darüber wollen wir heute Abend nachdenken, das ist ganz wichtig. Die Bundeskanzlerin sagt, die Energiewende ist die Überlebensfrage der Menschheit. Da hat sie völlig recht. Nur dann müssen wir ran an das Auto. Und ran an das Auto heißt, unterm Strich, wie immer man diskutiert über Elektroautos, wir können nicht 44 Millionen Benziner einfach gegen 44 Millionen Elektroautos austauschen und meinen, dann hätten wir eine Verkehrswende. Wir müssen den öffentlichen Verkehr mindestens verdrei- oder vervierfachen und den Autoverkehr mindestens um 80% reduzieren. In Deutschland und der Rest Alternative, dann haben wir eine Energie- und Verkehrswende und dann geht es dem Land besser. Darüber denken wir heute Abend nach in der Böll-Stiftung. Bis nachher. So, das war die Einladung und jetzt gibt es nur einen kurzen Hinweis aus Berlin, dass wir vielleicht zwei Gruppen haben, dass ihr nicht verliert. Also sagst du kurz was, sag du mal, wie ihr jetzt.